Hallo GoPro! Was geht? Wir gehen. Ich bin immer gewinnen. Darf man losfahren oder wie schauen wir aus? Selbstverständlich! Ja, dann cruisen wir yes. los! Yes! Tschüss! Oh, wow! Wo ist eigentlich hergefahren von euch beiden? Die Sarah. Ja, dann passt sie, oder? Dass du fährst. Das ist voll arg. Die erste Quizfrage. Schau mal, ich sehe da drin was die Geschwindigkeit. Aha, das ist merkst du. Das Navi. Ja, aber das verwirrt mich total. Ach, das ist so, ja mitten auf der Straße. Halt, oder? Nein, das ist in der Scheiße. Jetzt gehen wir Gas, geht eh gut. Bist du halt. So, leg los. Okay. Sarah, Laura, herzlich willkommen im VW Quiz Taxi. Hello. Ich hoffe, ihr seid bereit für die schwersten Fragen aller Zeiten. Ja, ja. Wir sind schon nervös, aber es passt. Das kann ich mir vorstellen. Es sind richtig schwere Fragen dabei. Wir fangen aber mit einer lockeren Einstiegsfrage an. Gut, wer darf ihn da fahren? 70. Ja, und zwar fangen wir. Das ist nicht die Schätzfrage. Die Schätzfrage lautet: Fangen wir an, wie viele Kampfmannschaften, weibliche Kampfmannschaften gibt es in Österreich? Oh, um Gottes Willen. Ihr seid ein Team übrigens, ihr könnt euch beraten. Ach so. Ja, warte mal, jetzt überlegen wir mal. In erster ein kleiner Tipp von mir, es gibt ca. 2200 Vereine, die bei uns gemeldet sind, aber wie viele Frauenkampfmannschaften sind gemeldet? Na gut, wir überlegen mal, es gibt erste österreichische Bundesliga. Ja. Dann haben wir zweite Liga. Keine Ahnung. Was ist eigentlich, wenn ich blitzt werde? Wer zahlt das? Das ist dann auch eine Schätzfrage. Okay. Ich schätze, du. Was sagen wir? 100? Zwischen 100 und 200. Gut. So tendieren wir. Also schaut's mal. Die Tendenz ist eher schlecht. Es sind 249. Wir haben, wir haben keine Antwort. Wir haben gesagt, wir tendieren. Wir wollten eigentlich sagen 250. Ich würde sagen 220. Das ist super. Dann gebe ich euch den Punkt. Das ist wirklich, Gott sei Dank ist auf Kamera. Ja, wo wir schon beim Schätzen sind. Ihr sitzt hier in einem wunderschönen VW. GTX. Die Frage ist, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h, wie weit reicht die Ladung? Wie viele Kilometer? Wie weit? Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h. Ja, was würde man sagen? So um die. Warte, das ist 40%. Wir sagen 400. 410. 410. Lass mal nicht eine Runde zählen. 410. Gut, also gemäß Bedienungsanleitung 486 Kilometer. Ja, den Punkt kann ich euch nicht geben, ihr wart ein bisschen zu weit weg, aber schlecht war es nicht. Großpunkt. Wie? Gibt's einen Punkt, das? Was hätte man sagen müssen? 420. Rechts. Wir werden schon irgendwo umdrehen. Ja, vor lauter Schätzen. Wir spielen ja im Sommer Europameisterschaft und wir müssen auch über den EM-Gastgeber England reden. Wie viele männliche Profivereine gibt es alleine in London? Du hast gesagt, die Frage. Profivereine. Ja, aber diesmal gibt es Antwortmöglichkeiten. Also. Ah, okay, ja, bitte. A 21, B 17, C 12 oder D 9. Wie viele männliche Profivereine gibt es alleine in London? West Ham ist, oder? Dann sind doch diese. Gibt es da nicht irgendwelche? Nee, ich fahre jetzt Richtung Grodenau, du darfst nur dabei. Rechts. Ja. Drei Schulterblick. Nein, drei Schulterblick. Wir waren nicht drei Schulter. Zwei Schulter. Ich war drei Schulter. Ich Drei Schulterblicke. Was soll Okay, wie waren die Antwortmöglichkeiten? 9, 21? 12 oder 17? Mach ich sag zwischen 12 und 17. Ja, dann nehmen wir aber eher 17. Ich hätte eher mehr gesagt, das ist wenig. Okay, passt. Eure Antwort? Wir locken ein 17. Ihr lockt 17 ein? Ja. Besser wäre gewesen, ich hätte jetzt 12. Es sind also 12. Die Europameisterschaft wird in 10 Stadien ausgespielt. Mhm. Welches davon hat das geringste Fassungsvermögen? Ich glaube, das ist Manchester City. Aber du weißt schon, dass es Antwortmöglichkeiten gegeben aber hätte. Aber es ist richtig und demnach war die Frage einfach zu leicht. Na, Manchester City, zwei Punkte, Academy Stadium 7000. Ja. 200 Meter bitte rechts. Alles klar. Da ist ein 40er. Nein, mein Auto sagt 50. Seit wann gibt es eine Fußball-Europameisterschaft der Frauen? Auch hier habe ich 4 Antwortmöglichkeiten für euch. Die darf 100 fahren. 1972, 1984, 1992 oder 1986? Also, warte, 86 oder 86? Ja, nicht.
Vierrad 28, hat auch gesagt. Ja, wir müssen rechnen. Möglicherweise wurden die Jahre oder diese Rhythmen verändert. Oh. Oder wir haben uns verrechnet. Oder das. Okay, los, gib mir nochmal ganz kurz. 84, 86. 84. 84 ist richtig. Punkt. Ja. Für euch. Unglaublich, das ist wirklich gut. Wann bestritt das Frauennationalteam das erste Länderspiel der Geschichte? Was, 30er? 1985, 1990, 1994 oder 1999? Ich nehme an, von euch war niemand dabei. Ich weiß nicht, ob ich 80. Habt ihr in den letzten Jahren einmal ÖFB-TV geschaut? Ja, eigentlich schon, das ist das Problem. Was gab's da? Jubiläum. Ah, da gab's irgendwas. Ja, 90. Sagen wir 90? 90 ist richtig. Yes, ihr seid auf einem sehr guten Weg, also auch beim Quiz, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wer ist die bis dato jüngste Torschützenkönigin der Planet Pure Frauen-Bundesliga? Das konnte ja die Annabelle sein. Torschützenkönigin. Ja. Ich sage die Annabelle jetzt. Ich bestätige das mit einem Dreischulterblick. Du bestätigst mit einem Dreischulterblick, dann schaue ich über meine beiden, ob mich hier keiner beobachtet, und kann euch versichern, dass Nicole Piller tatsächlich im Jahr 2013-14 die jüngste war. Ich glaub, aber sie das war damals ja noch nicht die Planet Pure. Ja, aber die Liga heißt, wie sie heißt. Dann zählen wir eure richtigen Antwortmöglichkeiten. Darf ich schätzen? Fünf richtige Antworten. Schätzt du noch fünf? Bonuspunkt. Demnach wünsche ich euch viel Spaß bei der Euro-Vorbereitung immer wieder. Danke. Und viel Erfolg bei der Euro dann. Darf ich vorwärts einpacken? Bitte, so wie es dir leicht tust. Ich nehme beide Parkplätze. Alles richtig!